Willkommen zurück. Schöner Sonntag hoffentlich für euch. Und natürlich willkommen zurück bei 7 Days to Die. Es geht direkt weiter bei mir. Muss ja hier noch ein bisschen gucken, in die Heimat gehen, bis ich was zu schaffe. Zum Glück habe ich mein Bierchen, das heißt, ich kann rennen, wenn es sein muss. Und dementsprechend bin ich zufrieden. Abgesehen davon, die Distanz, knappe 2 Kilometer, ist ja auch kein Problem. Würde ich so oder so schaffen. Noch ein paar Vogelnester mitnehmen, dass ich in der Nacht was zu craften habe. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe, glaube ich, die Grafik teilweise wieder zu weit runtergestellt. Im Vergleich zu vorher. Bin mir nicht ganz sicher. Zum Stream hatte ich sie nämlich wieder hochgestellt. Habe sie dann wieder runtergehauen, jetzt für die Aufnahme. Da ich ja selbst hoste. Aber wir werden es sehen. Gerade bei dem Baum da wirkt es unglaublich schlecht. Einmal geguckt. Ich zu weit nach oben geraten? Nö, geht noch. Ah, da kommt das verbrannte Biom. Ich hab's schon fast vermisst. Da ist das Haus, in dem wir waren. Aber das könnte zeitlich doch noch ein bisschen knapper werden. Habe ich echt so schlecht kalkuliert? Wow. Habe ich jetzt ehrlich, nicht, habe ich ehrlich gesagt nicht gedacht, dass es jetzt doch so knapp werden könnte. Aber okay, werden wir sehen. Na komm, kämpfe ein bisschen. Wie sie die hüpfen, dann läuft das schon. Natürlich weiter Federn mitnehmen. Immer schön den Berg hochrennen. Ich werde natürlich erstmal ein bisschen ordentlich aufräumen. Kann also dementsprechend sein, dass es vielleicht doch nichts mit dem unter der Erde wird, weil ich dann zunächst einmal alles ordentlich ausräumen will und dann ist es vielleicht zu spät. Weiß ich noch nicht genau. Ist ja häufig so, man macht sich einen Plan, am Ende wird es eben doch nichts draus. Vor allen Dingen jetzt, wo ich mir so eine relativ schlechte, so einen schlechten Weg ausgesucht habe und hier entlang laufen muss, weil ich vorher nicht hochkomme. Aber gleich haben wir es geschafft. So, da sehen wir gleich unsere schönen Bäumchen, unsere Baumanlage, die wir dann nutzen werden, denn die dürften jetzt eigentlich alle von der Größe her so weit sein, dass ich sagen kann, jawohl, 1200er. Da lohnt sich das Hacken doch erstmal richtig. Und dementsprechend ist das schon mal ganz nett. Werden wir natürlich wieder schauen, ein bisschen Eisen rausholen, bisschen Zeugs einschmelzen, das Übliche. Was uns für den Zementmixer fehlt, sind, glaube ich, die Mechanical Parts. Davon hatte ich zu wenige. Komm, wir trinken nochmal ein, um ein bisschen Stamina zu kriegen, einfach nur. Auch wenn ich eh schon zu Hause bin. Aber komm, du hast dir ein Bierchen verdient, du warst fleißig. Gerade irgendwo ein Zombie gehört. Da hinten. Naja. Sodle, was haben wir denn da? Wir haben ein bisschen Fleisch. Das können wir direkt verbraten. Weil wir auch ein bisschen Holz haben. Haben wir hier noch Fleisch über? Oh, sehr gut. Das sind gleich 9 weitere. So, dann hauen wir erstmal richtig ordentlich Fleisch rein. Das haben wir immer gern. So, wir haben ein bisschen was zu Dosen. Hier haben wir noch ein bisschen Wasser bekommen. Dosen essen. Brauchen ein paar Steinchen zum Craften der Pfeile.
Außerdem müssen wir jetzt mal gucken. Wir haben den Motor auf jeden Fall. Electronical Components. Schade, wir haben keine Mechanical Parts. Wir haben einen zweiten Motor sogar. Und Kaliper hatte ich auch schon. Das heißt, wir können den scrappen. Brauchen wir gar nicht lang rumtouren. Schießpulver. Ganz viel Papier. Das heißt, wir können da richtig loslegen. Mit Dingenskirchen hier. Wie heißt's? Shotgun-Muni, sobald wir sie gelernt haben. Die kommen auch noch dahin. Schießpulver, Waffenöl auch, Reparaturset, eine fertige Pistole, die müssen wir dann noch demnächst genauer untersuchen. Da wäre ja auch das. Das können wir jetzt machen, komm. Nutzen wir die Nacht, wir gehen gar nicht unter die Erde, wir machen hier Waffen zusammenbasteln, solange wir es können. Ist gar nicht so blöd vielleicht. Plastik haben wir hier. Ja, da unten. Sehr gut. Da haben wir noch Eisen zum Aufwerten morgen. Die brauchen wir auch. Zementmixer. 10 Mechanical Parts. Wir haben 3. Da sieht man schon, das ist eindeutig ein Ungleichgewicht. Da müssen wir schauen, was wir da machen. Ich wollte ursprünglich ja nach Dingenskirchen schauen. Kohle. Ob da irgendwas geht, aber. So. Einmal alle assemblen. Alles schön hier auseinanderfriemeln und dann einmal sortieren. Dann machen wir daraus die bestmöglichste Pistole für uns. So, nochmal einmal Parts. Können wir mal wieder mal weggehen da. So. Ein Receiver, einmal das da. Zack, 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 zack. Sehr gut. Jetzt werden erstmal die Parts zusammengeschmissen, weil dafür haben wir sie ja. Das sollte jetzt eine relativ gute werden. Ja, doch. Und dann mache ich es halt lieber so, anstatt da jetzt Eisen zu kriegen. Ich glaube, es macht gar nicht so viel aus. Aber es ist immerhin etwas. Ja, besser als gar nichts. Upsala. Aber insgesamt ist das jetzt eine relativ schöne Pistole. Ah, erstmal nicht. Die Pistole reicht mir so erstmal. Noch einmal ganz kurz hätte ich gerne diesen Pistol-Part. Ja, wow. Monster-Lag. Das war natürlich jetzt ungeplant, dass hier jetzt so eine Horde kommt. Aber okay. Kommt hier rüber. Wow. Also ich kann euch ganz kurz mal hier die FPS-Zahlen anzeigen. Das droppt gerade ganz schön ins Bodenlose. Jetzt geht's, aber eben hatte ich einstellige Zahlen. Zum Glück habe ich da unten die Dinger schon weggemacht. Das heißt, ich kann dann ganz gemütlich looten in naher Zukunft. Das heißt, ich kriege hier ein bisschen was dafür.
Und das gleich ganz zerfetzt. Ja, kommt her. Kommt euch schön hier rüber gelaufen. Schön in die Spikes, bitte. Das heißt nämlich, ich habe Ruhe nachher. Und ihr macht mir sogar die Arbeit leichter, weil ihr räumt für mich auf. Das heißt, ich kann nachher ganz gemütlich looten gehen. Und die Folge wird nicht langweilig. Das ist auch ganz nett. Man sieht auch hier, ich muss das hier nochmal aufwerten und da einen draufsetzen. Ja, da sieht man es schon. Es muss alles komplett höher bewertet werden. Das wird zu wenig Schutz darstellen, gerade wenn die Horde kommt. Is it dead? Klingt so. Ja. Gut, dann kann ich mir weiter Waffen ab. Komm mal hier rüber, bitte. Gleich habe ich dich. Jeden Moment. Na also. Jetzt kann ich hier erstmal in Ruhe Waffen gucken. Weil die kann ich jetzt. Aber da fehlen mir die Parts. Ich dachte, ich hätte einen Crip gefunden. Schade. Ja, schmeißen wir die wenigstens schon mal zusammen zu einer besseren. Können wir jetzt auch nicht ändern. Ärgerlich, ärgerlich. Da fehlt uns halt noch ein bisschen was. Hier ist nicht allzu viel zum Zusammenfügen, aber immerhin. Nachhut. Ich habe jetzt auch keinen Schreier gehört, also von daher kann es daran nicht gelegen haben. Es war einfach nur eine random Nachthorde anscheinend, die sich jetzt hierher gefunden hat, im Weg. Oh, da wäre auch noch eine Flashlight gewesen, das heißt, das war eh kein Problem. Du bist nur ein Stalk? Nee. Noch ein Part aus. Soddle. Haben wir hier zwei Rifle Stocks, die ein bisschen besser werden. Und zwei Receiver Lines, die ein bisschen besser werden. Und das war's auch schon. Sehr gut. Dann haben wir jetzt zwei komplett funktionstüchtige Waffen. Und wir haben eine zweite Taschenlampe. Die können wir hier rechts mal einsortieren. Schuss haben wir auch ohne Ende. Ist auch nett. Für die AK fehlen uns halt noch ein paar Teile, sodass das keinen großen Sinn macht aktuell. Ich wollte mir nochmal ganz kurz die Skills anschauen. Wir haben jetzt ein paar Punkte gut gemacht. Und für Stil fehlen mir noch Construction Tool. Noch 6 Level. Die kriege ich mit dem Aufwerten und alles. Das heißt, dafür gehen schon mal 30 drauf. Sind wir hier weiter? Jawohl. Den Quality Joe hätte ich gerne. Damit ist der Loot besser. Treasure Hunter reicht mir bei 2 von 3. Der Fast Eddy wäre natürlich noch was, um schneller looten zu können. Schneller looten zu können. Und ansonsten passt das aktuell. Wir könnten hier nochmal Busy die Schießpulver machen lassen. Busy 20 Sekunden. Zack, zack, fertig. Aber das heißt dann auch wieder ein bisschen Munition. Das darf man ja nicht vergessen. Und dementsprechend brauchen wir das hier noch. Was dauern denn oder was kosten denn die... Ach, nicht 9mm, die Shotgun natürlich. Die Shotgun-Shells. 2 Gunpowder auf ein Ding. Okay. Wir kriegen da 10 raus. Das heißt, wir haben theoretisch 72.
Also 36 würden erstmal reichen. Du wirst parallel eingeschmolzen. Zack, zack. Einer bleibt da. Das heißt, wir kommen damit weiter. Die Frames lassen wir auch erstmal hier. Die können wir theoretisch gebrauchen. Von daher ist das Ganze in Ordnung. Wir müssen jetzt auf jeden Fall Holz holen gehen. Nachdem wir unten erstmal gelootet haben. So, einmal ganz kurz hier anklopfen, ob alles gut ist. Das sieht soweit ganz gut aus. Na komm. Dankeschön. Jetzt ist es hier nämlich Shotgun. Zack. Und einmal unten aufräumen gehen. Siehst du mal, was die kaputt gemacht haben, die Säcke. So, da an das Reparieren gehen wir gleich ran. Da ist der Helm. Das heißt, wir hätten jetzt alles gehabt für den Mining Helm zu craften. Ja, komm. Die Rezepte haben wir auch, glaube ich, schon dreimal gelesen oder so. Ist der falsche. Was zu essen ist immer gut. Easy, was zu essen und zu trinken. Na komm schon. Ihr könnt ja nicht nur dieses ekelhafte Geräusch machen. Ihr könnt auch so ein bisschen was an Loot mitbringen. Eine Feder. Das klingt dann schon wieder so ein bisschen beleidigend. Oder? Also mir kommt es so vor. So, ach, der will halt was Lootbares hier. Bitteschön. Hier, die ganzen Spikes sind noch komplett ganz. Das freut mich. Und das schon mal heißt weniger Arbeit. Hab ich doch gehört. Ich habe einen Zombie gehört. Bin ich mir relativ sicher. Ganz kurz hier außen lang gehen. Nein, hier ist alles gut. Eine Hülle, das heißt, wir könnten wieder auf 10 mm gehen, sobald wir die Kohle haben. Ja. Da sieht man wieder, loot-technisch war das echt traurig. Also jetzt mal ernst, oder? Aber dafür habe ich meinen Mining-Helm gefunden am letzten Tag. Damit kann ich ja so leben. Man will ja auch nicht gierig erscheinen. Oder werden. Wäre noch schlimmer. So, einmal ganz kurz hier den Looterich machen. Zack, da haben wir jetzt schon so viel von, dass es da nicht mehr stacken geht. Davon auch 3 Beaker, braucht auch kein Mensch. Ja. Zack, 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 bisschen Dosenzeugs, bisschen Wasser. Das Bier behalten wir mal, man weiß ja nie. Eine Feder, bisschen Gunpowder. Hey, warte. Wir haben zu wenig Papier gehabt. Das geht ja auch nicht hier. Shotgun, achso, geht ja nur daran. Ich war mir gerade nicht sicher, ob das nur daran geht oder ob das einfach nur schneller geht. Aber so ist gut. Das schmilzt noch gut ein. Den Clay hauen wir nochmal drauf. Den Helm behalte ich jetzt mal. Für den Fall, dass ich mir eine neue Ding machen will. Neuen Mining Helm. Ach da! Hätte ich von da hinten schon ankriechen gehört, oder was? So, kann ich das hier noch reinsetzen? Gut hier. Das sieht doch mal gar nicht so schlecht aus.
Mal ganz kurz das hier raushauen. Wir brauchen halt jetzt noch mehr Holz. Das wird jetzt der Fall sein, was ich machen muss die nächste Zeit. Und einmal so eine unfreundliche Person hier looten, die mir nichts Anständiges mitbringt. So, jetzt geht's ans Bäume fällen. Die Einstellung sieht echt böse aus, wie nah ich da rangehen muss. Die stelle ich jetzt gleich zwischen den Episoden um, weil so schlecht kann man das nicht stehen lassen. Wenn ich das aber jetzt mache, ein bisschen ärgerlich, weil das dann als extra Part gemacht wird. Der cuttet das dann automatisch. Und das ist ja auch nicht unbedingt nötig. Nein, so rum. Ich würde halt schon gerne Bandagen unten haben für den Fall, dass Hunde kommen. Die würde ich wahrscheinlich sogar, wenn ich sie kommen höre vom Weiten, direkt wieder dahin lotsen, dass sie mir da unten schön durch das Zeug laufen und alles wegräumen. Dann brauche ich mich nicht da rumfriemen und alles aufzuwerten mit Holz. Obwohl das natürlich günstiger käme, gell? Wäre also eigentlich wieder von Vorteil, so zu machen. Aber okay. Müssen wir mal schauen, wie ich das dann mache. Falls sie überhaupt kommen, das weiß man ja auch nicht. Man weiß ja nicht, wann sie kommen, ob sie kommen. Gerade weil ich die letzten Tage sehr viel unterwegs war. Ich war ja. Ich habe gerade noch gedacht, mein Gott, was war das denn? Habe ich sie spawnen gehört? Also richtig spawnen, die war ja gerade erst gekommen. Danke. Nichts. Vergessen Sie das Danke, das können Sie behalten. Hast du was für mich? Vitamine. Das ist ganz gut. Kriegt einmal einen nebenbei abgeschossen. Jetzt nehmen wir hier den Baum mit. Danach gehen wir den nächsten mitnehmen. Geht das noch? Zombies mit Bäumen erschlagen? Bin mir gar nicht mehr so sicher. Okay, der ist gar nicht richtig gefallen. Na komm. Diese Stoff. Das war jetzt nicht geplant, dir den Kopf abzuhauen. Aber kann man auch mal machen. So nebenbei. Enthaupten. Warum nicht? Ich werde jetzt erstmal alle Bäume fällen und dann neu anpflanzen. Ich glaube, das ist besser, oder? Oder auf dem Weg dahin, das könnte ich auch machen. Den zweiten? Nee, alles dieselben Bäume. Da geht doch was. So, hier so eine Ecke mit ein paar Bäumchen hinsetzen. Sofern die weit genug auseinander sind. Das Gute ist, dass die Tannenbäume oder die Nadelbäume, um genau zu sein, näher aneinander pflanzbar sind, während die Laubbäume mehr Abstand brauchen. Zumindest kommt es mir so vor. Das ist also jetzt kein hundertprozentiger Fakt, den ich hier erzähle, sondern meine Wahrnehmung. Da hinten kommt ein Mensch. Leider ist er untot. Aber okay. Oh, da haben wir ein Hühnchen. Da läuft es. Ich hoffe auf jeden Fall, ihr hattet Spaß. Und bedanke mich schon mal für eure Einschalten. Na? Habe ich jetzt echt das Hühnchen aus den Augen verloren? Wow. Das war peinlich. Ich bedanke mich natürlich dafür, dass ihr eingeschaltet habt und hoffe, ihr werdet dabei sein, wenn es am Mittwoch weitergeht bei 7 Days to Die. Wie gesagt, geplant ist eben ein bisschen Holz holen, anfangen zu craften
Und je nachdem mal schauen, was mit Hunden so ist. Ich wünsche euch bis dahin noch einen schönen Sonntag. Genießt ihn. Das Wochenende ist um. Und auf Wiedersehen, Leute.